Hier scheint es weiterzugehen. Ein Junge im Wald. Ich erkenne, ich erkenne die sich verändernde Welt um uns herum nicht mehr wieder. Sie scheint dunkler zu sein, trostlos und hasserfüllt gegenüber unserer Anwesenheit. Mein Sohn Kolja kam letzte Woche zu mir und behauptete, er habe einen Jungen im Wald gesehen, der versuchte, ihn tiefer hineinzulocken und ihm dann mit einem Ast ins Gesicht schlug. Die klaffende Wunde auf seinem Gesicht ist der Beweis dafür. Zwar könnte er mit dieser Geschichte versuchen, seine Verlegenheit zu verbergen, aber Kolja schwört, dass der Junge genauso aussah wie er, und ich bin geneigt, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, ob wir dieser Monstrositäten geschaffen oder sie nur entweckt haben, aber ich weiß, dass wir an diesem Ort nicht mehr willkommen sind, aus dem Russischen automatisch übersetzt. Irre. Also, diese Frau könnte tatsächlich auch nur eine Projektion sein, wie ich gerade zu hören gekriegt habe. Und hier in dieser Schlucht ist es ziemlich neblig. Und da vorne scheint schon wieder so eine Falle zu sein. Ja. Aber nicht mit uns, Schätzelein. Oh. Those creatures are taking our shape. Die Wurzel... Kreaturen scheinen verschiedene Formen annehmen zu können. Sie haben gemerkt, dass ich der Frau folge und nahm ihre Form an, um mich in ihre Falle zu locken. Oder werden sie von ihr kontrolliert? Verläuft die Kommunikation sie auf eine Weise, die ich nicht verstehe? Ich würde nichts hiervon glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Aber meine Überzeugung ist wenig wert. Ich versehe mich noch nicht, was los ist. Ich verstehe noch nicht, was los ist, Zeug. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Vor allen Dingen tatsächlich nicht, wie diese Kreaturen die Form von dieser Frau annehmen können. Aber das hier scheint wohl mal ein Wald gewesen zu sein. Toter Wald, genau. Vielleicht ist das der Wald, den die meinen. Toter Wald. Wow. This must have been a spectacular forest. Eine weitere Bestätigung, dass dieser Planet einst voller Leben war. Ich bin auf die Überreste eines einst riesigen Waldes gestoßen. Wie unsere Scout-Sonden vermuten ließen, war diese Welt früher ein Ort mit vielfältigen Lebensformen und einem stabilen Ökosystem. Doch dann, meine Freunde, kamen die Menschen und zerstörten alles. Wie mit Mutter Erde, so auch mit diesem Planeten. Und eigentlich müsste man etwas dagegen tun. Oh shit, das sind ja wieder solche krassen Kreaturen, die böse sind. Und es muss tatsächlich ein ziemlich cooler Wald gewesen sein. Wir kommen hier auf jeden Fall nicht durch. Das heißt, wir gehen mal lieber außen rum. Hier sind solche Steine. Die Frage ist nur, wieso sind hier solche Steine? Was bringen die uns, ja? Können wir hier weiter? Nee. Können wir damit irgendwie hier hinten hin? Nee. Hier kommen wir nur zurück, wo wir einst waren. Okay. Da geht's auch nicht weiter. Müssen wir jetzt vielleicht hier uns einen Weg durch, ja, hangeln oder schrecken die Kreaturen vielleicht davor zurück? Ich bin gespannt. Da oben vielleicht. Da oben könnte es ja auch noch lang gehen. Es scheint jedenfalls so, als wenn man einfach
außen rumlaufen könnte. Nein, kann man nicht. Alles klar. Ich nehme jetzt einfach mal, wie gesagt, so ein grünes Ding mit. Vielleicht braucht man das ja noch. Und was das hier tatsächlich einst für ein riesiger Wald gewesen sein muss. Irre. Krass. Stell euch das mal vor mit irgendwelchen Ästen und Bäumen und... Krass. Da ist schwarzes Quarz. Kohle. Ich habe einige ungewöhnliche Messwerte in diesen Proben erhalten. Aber ich glaube immer noch, dass Kohle die ordnungsgemäße Bezeichnung für dieses Mineral ist. Da Kohle auf der Erde aus Pflanzenmaterial stammt, muss ich feststellen, dass diese Probe aus den Überresten der Wurzeln ähnlichen Kreaturen auf diesem Planeten gebildet wurden. Allerdings ist an diesem Exemplar etwas Merkwürdiges und ich kann immer noch nicht genau erfassen, mit welcher Art von Lebensform wir es zu tun haben. Oder wir hier zu tun haben. Okay. Aber dennoch besteht momentan für mich die größere Frage darin, wohin wir müssen. Weil ich tatsächlich keinen Weg finden kann, außer eben durch dieses Geäst dort, aber wie sollen wir da bitte durchkommen? Weil darüber springen können wir ja wohl kaum. Oder rettet die Frau uns dann wieder? Nein, ich glaube, sie rettet uns nicht. Ich habe noch eine allerletzte Idee, ja, wie wir hier rauskommen. Komm, wir probieren es jetzt nochmal. Es funktioniert tatsächlich. Ich glaube es einfach nicht. Wir laufen hier rum wie behindert, ja. Und finden es einfach nicht. Also ich, ihr nicht. Ihr habt es wahrscheinlich beim ersten Mal direkt gesehen, aber ich laufe hier rum wie ein bescheuertes Stück, ja. Und komme hier einfach nicht weiter und dann ist einfach nur so dieser räudige Stein da hinten, ja. Über den muss man dann springen, um es tatsächlich zu schaffen. Krass, ne? Da sieht man mal wieder, wer hier Mr. Inkompetenz ist. It's me, Florian. Okay. Alles klar. Hier sollten wir vielleicht wieder vorsichtig sein. Ich weiß auch nicht, ob wir mit diesem Stein in der Hand etwas Übergewicht haben. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass wir da ein bisschen Übergewicht mit haben. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ach du Scheiße. Zieht euch mal bitte diese Wurzel rein, ja? Stell dich mal vor. Ach, was ist das denn hier gewesen damals? Für eine Unfall. A Bauer des These must have been the portal creators. Looks like the root creatures killed them, just like they did the Russians. Also die Erbauer des Portals erlitten offenbar das gleiche Schicksal wie die Russen. Dieser Planet möchte nicht von außerirdischen Rassen besucht werden. Auch nach dem Tod liefern seiner Geschöpfe einen schrecklichen Kampf. Und das hier ist wohl einfach so eine Wurzel, die krass ist und über eine Schlucht reicht. Okay, und hier kommt man wieder zurück ins Tal, oder wie? Oder was? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der richtige Weg hier ist. Oder kann man da irgendwie hochkommen? Nee. Nee, wohl eher nicht. Freunde, wo zum Teufel müssen wir dann lang? Die grüne Spur verflüchtigt sich auf jeden Fall hier hinten. Wo es nach hier geht. Und dann ist da nur diese Schlucht wahrscheinlich. Okay, wir sind tot. Okay, wir haben den Stein verloren. Natürlich keine tolle Sache. Egal, ich hoffe, dass wir den Stein nicht brauchen. Ich hoffe, dass die Steine dann nur zur Verwirrung waren. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich tolle Sache, weil dann, ja, das wäre toll. Einfach, das wäre eine schöne Sache. Wenn wir sie tatsächlich nicht brauchen. Okay.
Sieht ja schon sehr gruselig aus, wie so Hände schon fast, die nach irgendwas greifen, ja. Sieht schon... Ich höre irgendwas. Und es ist ein Safe-Game. Das stimmt mich jetzt gerade nicht so positiv. Da sollte man doch bestimmt nicht drauf kommen, oder? Auf diese Sachen da. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Sache ist, auf diese Plattform da zu gehen. Die saugen einen bestimmt auch direkt runter. Oh, shit. Hab ja ein bisschen Angst, ne? Muss ich ja zugeben. Ein bisschen Angst habe ich, ja. Nicht allzu viel, aber so ein bisschen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das sieht echt... nicht... gut aus. Das sieht aus... wie riesige, vertrocknete Pflanzen. Riesige, vertrocknete Pflanzen. Genau so sieht es aus. Überall sind jetzt hier diese unfassbar gruselig aussehenden, riesigen, vertrockneten Pflanzen. Oder Bäume? Wobei sich doch so Blumen, also Blumen meine ich. Nicht vertrocknete Pflanzen. Die kräuseln sich doch auch immer so zusammen, oder? Wenn Pflanzen irgendwie vertrocknen? Ist ja ganz schön gruselig. Auf jeden Fall doch. Da hinten scheint es hoch zu gehen. Puh. Schnell weg aus diesem Tal des Todes, nenne ich es mal. Das sieht ja gruselig, monströs aus. Sollen wir da wirklich raufspringen, oder... Krass, bin ich schlecht. Oder fressen uns die Pflanzen dann? Das kann natürlich auch sein, dass die so eine fleischfressenden Pflanzen sind, die uns dann ziemlich krass penetrieren, wenn wir reinhüpfen. Nein, ich verkack's schon wieder. Ich fasse es nicht. Ich bin zu unfähig, auf so eine Pflanze zu springen. Ne? Ich meine, vielleicht ist es ja auch nur zu meinem Vorteil und das Spiel will ich beschützen, ja, dass ich da nicht drauf fliege. Aber irgendwie erscheint mir das doch ziemlich sinnlos, ja, wenn da so eine perfekt vorgefertigte Pflanze da einfach ist, ja, und man da nicht darauf springen soll. Ich wäre schon wieder fast runtergefallen. Meine Fresse, was ist das denn für eine Pflanze, ey? Das sieht ja wirklich mega gruselig aus und die wird, wenn man nah dran steht, einfach komplett schwarz. Die lebt. Weg. Die lebt. Die wird auch wieder braun von der Entfernung. Ach du Scheiße, sorry, da bin ich gerade gegen das Mikrofon gekommen. Diese Pflanze da, die lebt. Also was hier aber auch für Todesfallen lauern. Diese beiden Pflanzen da, die sehen doch schon wieder sehr verdächtig aus. Muss ich da jetzt wirklich rüberspringen? Die wollen mich doch verarschen, oder? Die können jetzt nicht von mir verlangen, dass ich auf so eine Pflanze da springe. Da war ein Safe Game. Genau an dieser Stelle. Kann es sein, dass man da kurz noch Zeit hat? Oh! Ich bin eh gestorben, von daher ist es egal, weil ich einfach an der Seite der Pflanze durchgeglitscht bin. Aber es scheint so, als hätte man noch kurz Zeit. Bevor sie zuschnappen. Oder die schnappen tatsächlich nur zu, wenn man darauf... wenn man darauf eine längere Zeit bleibt. Die machen auf jeden Fall ziemlich gruselige Geräusche und ich meine... also ich ja... ich würde nicht so gerne so lange darauf bleiben. Ne? Das ist... Oh, das ging zu weit. Tschüss. Shit. Also ihr seht, ich bin schon ganz schön ein Noob, ja?
Dürft doch gerne in die Kommentare schreiben, dass ich ein Noob bin. Aber ich bleib lieber schön kurz drauf, als schön lang. Jetzt müssen wir tatsächlich dutzende Male über diese Pflanzen da springen, in der Hoffnung, die hatte der Entwickler nämlich sicherlich, dass ich dabei drauf gehe. Aber nein, ich gehe nur dabei drauf, weil ich über diese Scheißviecher rüberspringe oder in irgendeine Schlucht stürze. Tolle Sache, auf jeden Fall. Ist es Eis? Oder Diamant? Was ist es? Oh mein Gott, sieht aus wie Diamant. Ich will Diamant haben. Riesige Diamantenquellen. Und ich höre schon wieder irgendwelche komischen Geräusche, die ich wirklich, wirklich nicht hören möchte. Was ist das da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor. Na gut, meine Freunde. Ich würde mal sagen, wir sind am Ende der Aufnahme, ja? Denn ich muss leider weg. Ich bleibe einfach mal genau hier stehen. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Zeug und vor allen Dingen, was das für ein Geräusch ist, ja? Dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Und bis dahin. Tschüss.